Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 2. In der letzten Folge haben wir Zeiteinhalt-Man besiegt und können jetzt dementsprechend hier bei Quick-Man den Zeiteinhalt. Was wir auch schon in der letzten Folge probiert haben, leider ist unsere stille Zeit sehr knapp bemessen, weshalb es dann doch im letzten, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das der letzte Abschnitt war, scheiterte. Und das Problem ist natürlich, dass wir natürlich noch ein Leben hatten, aber das bringt uns nicht wirklich was, wenn wir keine Power mehr für die Zeit haben. Dementsprechend versuche ich jetzt hier seit bestimmt schon 4 Minuten oder so den Tank aufzufüllen. Also ich habe das ja am Ende der letzten Folge schon gemacht. Erfolgslos. Ja, und der gibt mir irgendwie nur noch Leben. Ja, was soll denn das hier? Was soll das? Was soll das? Ich meine, wenn ich es mit einem vollen Tank nicht geschafft habe, dann werde ich es auch mit einem Dreiviertel-Tank erst recht nicht schaffen. Es sei denn, ich schaffe aus unbekannten Gründen die ersten beiden Bildabschnitte. Wow, okay, vielleicht mal die Waffe wechseln. Eventuell hat das ja einen minimalen Einfluss auf ihn, oder ich gehe nochmal komplett zurück. Das könnte vielleicht auch machen. Gab es ja keine wirklichen Fallen. Ach ja, guck mal. Ist das jetzt dein Ernst? Ich stecke da viel mit Taktik hinter. Ich meine, wenn das so ist, dann kann ich ja damit arbeiten. Bin ich jetzt voll? Ja, ich bin voll, okay. I only wanna love you. Ich meine, das hier könnte ich ja, hatte ich ja auch schon geschafft, ne? In real life. Love you in real life. Der Tank hier ist nicht da. Beim letzten Mal war da noch einer. Scheiße. Scheiße! Woo! Nee, hier habe ich es auch schon geschafft. Ach verdammt, ich hätte. Ja. Ja, ich erkenne den Fehler. Ich erkenne den Fehler. Ich muss dann mir da merken, direkt dann schräg runter zu springen. Dann schaffe ich es auch. Aber Feuer, meine Damen und Omis und Elefanten und Truthähne, müssen wir erstmal schauen, dass wir wieder den Tank voll kriegen. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist ja überhaupt nicht nervig. Weißt du, im ersten Teil gab es ja auch so gewisse Szenerien, aber da haben sie dann ein paar Sachen hingelegt. Jetzt kriege ich gar nichts mehr, oder was? Love you in real life. Dass man fast besser bedient, einfach so das zu versuchen und dann Game Over zu gehen. Ja, ich versuche jetzt mal was. Ja, okay. Ich versuche es jetzt ohne. Es dauert mir zu lang. Das ist lächerlich. Wenn ich jetzt hier runter gehe, ist das besser? Ja. Ja, es ist egal. Es ist so schneller, ne? Man könnte auch überlegen, hier einen klassischen Save State zu zücken, aber das wäre ja dann irgendwo gecheatet. Aber, ja. Natürlich versuche ich es nochmal, weil das Problem ist ja nicht die Stage per se, sondern, wobei doch, schon die Stage. Ich meine, wenn da einfach ein Bildabschnitt zu viel am Start ist. Traurig. Aber naja, man kommt ja da eigentlich schnell hin. Oh, der Tank. Nicht vergessen. Tank. Ja, guck mal, schon sind wir wieder hier. Das ist definitiv schneller, als sich immer aufzufüllen. Wobei man ja in gewisser Weise dann nur einen Versuch hat. Leider. Okay. Man müsste echt überlegen, ob ich... Ich meine, ich habe ja mehrere Leben. Ich versuche jetzt mal den ersten Bildabschnitt so zu schaffen. Okay, ja, jetzt passt es. Oder auch nicht. Gerade habe ich raufgedrückt. Fuck. Aber hey. Ich habe es ja nur gut gemeint. Ich wollte Ressourcen... Management betreiben. Ich habe den ersten Bildabschnitt geschafft. Da hätte ich dann direkt das Leben sollen. Okay, ich mach's nicht nochmal. Keine Sorge. Also ich würde jetzt natürlich schon gerne den hier nochmal schaffen. Ne? Das sah ja auch schon wieder ganz knapp aus. I only wanna love you. Okay, jetzt. Love you in real life. Love you in real life. Sorry, wenn ich nerve. Ich habe offensichtlich einen fucking Ohrwurm. Mit hier sammle ich das jetzt auch nochmal richtig ein. Und dann passt es vielleicht. Ja, das war der Nemesis-Bit-Abschnitt, oder? Oder war das der hier? Oh, jetzt hier. Jetzt hier runter. Schräg.
Ja, bitte hör jetzt auf. Oh nein, es geht weiter, es geht weiter. Hallo, hör auf jetzt. Dankeschön. Meine Fresse, ey, Leute. Kann ich nicht... Okay, warte. Dann benutze ich den normalen Blaster. Komm schon, stopp. Ach, nein, ich habe ihn vergessen. Komm, schnell besiegen, sonst geht der Tank weg. Scheiße, er ist schon weg. Aber es ist ein neuer da. Ich habe so irgendwie so dieses traurige Gefühl, dass sie das gleich nochmal machen. Deshalb werde ich den definitiv behutsam aufladen. Oh nein. Oh nein, jetzt hat sich der andere wieder auf. Ich hasse respawnende Gegner. Traurig ist es dann auch noch, wenn es die eigene Schuld ist, wenn man zurückläuft. Okay, was mache ich jetzt mit dem? Wir können immer noch... Wir haben immer noch die Möglichkeit, Bubbleman zu versuchen. Weil der... ist ja... Ja, wir haben ja da die Schwäche noch nicht so gefunden. Wobei Heatman natürlich realistisch erscheint. Hast du geblockt? Er blockt, glaube ich. Er blockt. Und vielleicht doch. Das hier? Nee, du blockst auch. Bomben? Oder was? Keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Scheint doch eine Plattform... Ich will nicht... Hallo, ich will nicht speichern. Scheint doch eine Plattform zu sein. Und die... Ich kann nichts anderes benutzen, solange die noch im Bild ist. Warum ist die denn Feuer eigentlich immer explodiert? Was sind das hier für scheiß Waffen, mit denen ich mich rumschlagen muss? Die machen alle überhaupt gar keinen Sinn. Und wo ist eigentlich... Ich habe die ganze Zeit versucht, meine normale Waffe zu finden. Wo ist die denn? P. P. Ich bin halt verwirrt, weil die auch einen Container hat. Wobei, es ist meine Lebensanzeige wahrscheinlich. Bist du... Okay, dich kann ich normal besiegen. Ja. Du bist irgendwie... Scheiße, schnell. Scheiße, schnell. Aber wenn ich gleich viel Schaden mache, dann ist das in Ordnung. Zumal ich ja noch Tanks habe. Ich habe noch Tanks. Hier, fuck you. Benutze einfach Tank. Einen Container. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gib mir... Vielleicht... Vielleicht jetzt irgendwas, womit ich dann dashen kann oder so. Für die verkackten Plattformen da. Q get equipped. Ach, Q ist dann der Abkürzungsname natürlich. Quick Boomerang. Boomerang. Also eine Waffe. Gut für kommende Roboter, schlecht für die Hürden, die ich noch habe. Aber hey, wir könnten jetzt tatsächlich nochmal Woodman versuchen. Weil da hatte ich ja im Grunde nur einfach das Problem, dass die Monster schwierig waren. Also die... Das Level per se war jetzt ja kein Problem. I only wanna love you in real life. Oh Gott, wieso ist denn der pink? Oh my. Oh gosh. That is so sweet. So fucking sweet. Die Hasen sind schon mal einfach zu penetrieren. Schön von hinten. Den Schwanz abgeschnitten, würde ich meinen. Oder auch nicht. Sah gerade eben so aus. Wahrscheinlich, weil ich gesprungen bin. Aber die Hasen, die Häschen waren jetzt auch nicht das Problem. Wobei hier... Ja, guck mal. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Moment, habe ich mir das jetzt aufgeschrieben? Muss ich mir das aufschreiben? Quickman, Blaster? Ich weiß nicht. Kein Bock auf Schreiben. Okay, ich kann doch gar nicht mehr schreiben. Habe ich verlernt? Ich warte einfach mal auf mein Gedächtnis, ha? Ist ja so die Frage, wenn ich jetzt den ersten nochmal spielen würde. Das letzte Mal habe ich den ja, glaube ich, Anfang Januar gespielt. Ist so die Frage, ob ich dann auch spontan die Reihenfolge noch wüsste. Ich denke, man kann sich's einspeichern. Naja, ist jetzt auch egal. Dass jetzt hier vielleicht an einem Tag durchballer. Das ist schon. Vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Mental bin ich noch recht fit. Ich habe nur Angst, dass meine Stimme irgendwann wieder abkackt. Aber das ist ja auch eigentlich so eine Paranoia. Oh, wenn die Boomerange weiter runtergehen würden, wäre das auch echt gut. Aber ich mache... nein. Ich mache guten Schaden an den Bastard. Oh, guck mal. Kann ich doch abknallen und dafür sorgen, dass die... Oh, genau, dass die Vögel nicht rauskommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Guck mal, wie gut sich das jetzt anfühlt hier. Einfach durchrennen, Mann.
So, gleich ist es soweit. Gleich kommen die Hühnchen. Die fallen. Der feuert so schnell. Ich habe noch nicht mal die Salven-Aktion versucht. Wobei hier werde ich dann doch sicherheitshalber mal. Super. Super, er hat mich getroffen. Bubble Man nehmen, wollte ich sagen. Wenn er mich trifft, ist es irgendwie witzlos. Okay, so. Jetzt, meine Freundin. Bitte, Quickman, erweise dich als nützlich. Irgendwie witzlos, wenn ich den hinterherrennen muss, oder? Nee, guck mal, wie viel die... Oh, warte. Ich weiß nicht, ob es... Nee. Ja, ich wollte jetzt... Ich wollte jetzt hier Zeitanhalt-Man benutzen, aber kann ich dann noch was anderes einsetzen? Ich weiß nicht. Hier, das war ja dann das. Ja, irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Aber wobei, warte, ich bin dumm. Ich hab Metal-Man noch nicht versucht. Das könnte ja trotzdem noch funktionieren. Den fucking Hühnern Chocobos einfach die Federn rupfen. Kopf abpacken. Die Beine. So, hier, zack. Muss ich die unbedingt penetrieren? Bin mir noch nicht so ganz bei ihnen sicher. Die springen automatisch hoch, wenn ich weiter nach vorne gehe. Toll. Timen sich natürlich auch. Boah, wie viel ich hier krieg. Timen sich schön mit den Vögeln auch ab. Ja. Natürlich hat sie mich getroffen. Habe ich noch Container? Nö, weil ich ja zwischendurch, glaube ich, mal Game Over war, ne? Ja. Funktioniert das hier vielleicht? Ja. Oder auch nicht, weil ich dumm bin und reingehoppelt bin. Dumm. Wenn ich Pech habe, sterbe ich gleich wieder. Ja. Super duper toll! Ich würde aber schon gerne einmal sehen, ob das einen Effekt hat. Dann weiß ich, ob es sich lohnt, das Level weiter zu versuchen oder nicht. Kensing! Die prallen ab. Die prallen einfach mal ab. Okay, dann hoffe ich mal, dass Heatman die Schweine abfackeln kann. Dann wird das so mein nächstes Ziel sein. Wobei ich für Heatman. Noch kein Planer, wollte ich gerade sagen. Wenn ich bei Heatman die Zeit anhalte, dann kommt die Plattform ja gar nicht. So Slow-Mo wäre gut, aber die kommen ja dann einfach gar nicht, würde ich mal meinen, ja? Ich kann die auch nicht locken und dann zurückgehen. Oh, wobei doch, wenn ich schnell genug schieße. Wie gesagt, man kann den Hühnern ja auch schätzungsweise irgendwie ausweichen, aber man müsste sich dann wirklich merken, wo die immer hinspielen. Das ist einfach schwierig. Wenn ich ja jetzt noch einen Container gehabt hätte von irgendeinem Continuum, dann hätte ich ja damit auch arbeiten können, aber leider ist dem ja nicht so, aber gib mir mal wieder Leben. Das wäre echt toll. Ah, fick dich. Kein Bock immer die Waffe deswegen zu wechseln. Ach, Mano! Mano. Okay, das bringt mir aber nichts, weil sie ja... respawnen. Taktik gefunden, einfach mit ihnen mitlaufen. Natürlich war ich immer kurz vorm Ende. Okay, bitte, Boomerang Man, helf mir. Sei meine Schwäche. Ich meine Holz, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Nein. Also, das schreit nach Feuer, definitiv. Okay, jetzt hier nicht nochmal die Stage machen, sondern Stage Select. Airman.
wie war's da? Ich glaube, Airman hatte ich nicht geschafft wegen der Map. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Woodman hatten wir in Crashman. Was war Crashman nochmal? Ich glaube, die Stage war... Oder wobei, da hatte ich, glaube ich, auch keine Schwäche, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe das gerade die Stage gar nicht so im Kopf. Okay, wir versuchen Airman nochmal. Die Anfangsstage, ja, die zweite halt. Ja. Die war irgendwie lang und irgendwie doof. Ach ja! Genau! Jetzt sollten wir doch was dafür haben. Ah, nein, nicht. Scheiß Touchpad. Bubble? Ich weiß nicht, treffe ich mich oder prallen die Dinge ab? Okay. Metall? Nö. Ja, es ist halt irgendwie doof, ne? Wow! Ah! Oh Gott! Der Gegenstand hätte mich fast getötet. Okay, das heißt, hier kann ich immer noch nicht viel machen. Außer mich natürlich in Geduld üben. Ja, guck, das funktioniert nicht. Muss man echt warten. Warten macht ja so viel Spaß. Ui, knapp. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht mehr hundertprozentig, wo ich abgekackt bin. Aber hier noch nicht. Das war mit einem Checkpoint behaftet, glaube ich, danach. Response wieder, oder? Ja, natürlich. Wow. Wow. Das war mir etwas zu knapp. Aber er haut wenigstens daneben. Okay. Ach ja, die Dinger wieder, die machen ja auch schön Schaden. Da war Quickman, glaube ich, ganz gut. Dachte ich hätte Zeit anhalten, wenn oder nee, das ist, glaube ich, ein bisschen dunkelpinkiger oder so. Okay, jetzt bin ich da oben. Was ist das nochmal? Wenn ich da oben bin, ich glaube gar nichts, oder? Nicht so wirklich. Ah. Schon wieder fast. So, genau, ich muss den erstmal rufen. Gott, Gegenstände. Könnte mich da auch wieder töten, wobei ich war voll. Bitte keine Gegenstände vor meinen Füßen, dankeschön. Ja, das ist halt so das Ding. Das ist lächerlich. Wir haben ja auch eine unterschiedliche Abfolge. Was das Ganze ziemlich unangenehm macht. Oder ist es so wie bei... Ne. Wie bei... Super Mario, wollte ich sagen. Wo du dann die Dinge einfach nicht rauskommen, wenn du draufstehst. Nein. Oh. Ich glaube, wir sind jetzt Zweiter, kann das sein? Ah, Mann! Timing! Timing! Ja, wir sind jetzt weiter. Woo! Okay, das ging schnell. Hallöchen. Ich schätze, da habe ich auch Glück, dass ich hier Boomerang-Style habe. Wobei der Blaster, der wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so... Oder bin ich hier gestorben? Auch nicht so vom Wind betroffen. Bitte... Nein. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte jetzt nichts runterkrachen. Und es kommt halt wirklich prompt. Oh mein Gott! Diese scheiß fucking... Vögel! Der löst sich einfach auf, oder was war das jetzt? Oh, Alter! Falls ihr das nicht seht, der pustet mich weg, ne? Uff. Wieso so viel... so viel Leben? Kommt doch gleich wieder ein Ei, oder? Oder? Ja! Oh Gott! So schnell konnte ich jetzt nicht reagieren. Alter, oh!
wie ich immer aus Versehen aufs Touchpad drücke. Scheiß PS4-Controller. Aber glücklicherweise haben wir es jetzt. Habe ich einen Container oder so? Mal gucken. Nope. Vielleicht jetzt Bubble Man? Bubble, Bubble, Bubble Pop? Die Airman? Du siehst ja aus wie der Spasti vom Ebus. Ich komme gar nicht an den ran. Dann versuche ich es direkt mal mit Metal Man. Hallo? Ach so. Nee, was soll das? Als ob ich den Wind nicht mit den Sägen durchschneiden kann. Das, ich mach gar keinen Schaden. Okay. Ich mach. Was ist das? Der Blaster geht nicht durch den Tornado? Wie viel Leben habe ich? Habe ich immer nur zwei oder was ist das? Okay. Folge so und versuche es gleich nochmal hier. Was ist das für ein Scheiß? Alter. Ich mach keinen. Jetzt? Ja, was genau erwartest du von mir? Ich check den Gegner nicht. Ich glaube, ich brauche da irgendwas, was durch seine Tornados kommen kann, das sein. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er irgendwas Nützliches für mich hat. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's von mir. Let's Play Mega Man 2. In der nächsten Folge schauen wir mal. Ja, keine Ahnung. Was ist das für ein Bastard? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Crashman, Woodman. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich versuch's in der nächsten Folge nochmal mit Hitman. Ja, den hatten wir lange nicht mehr, ne? Wir haben den ja noch nicht gesehen. Von daher, der hat definitiv Schwäche, Bubble. Ich muss halt nur irgendwie mal zum Boss kommen, ne? Und dann hoffe ich, dass ich mit meinem Kackfeuer, was ich dann hoffentlich kriege, Woodman und Airman penetrieren kann, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.